Wir freuen uns sehr, mit unserem Ensemble Cardinal Complex nun zum dritten Mal in Folge ein großes Praetorius-Projekt in Angriff zu nehmen. Nach dem ersten Projekt 2019 in Dulci Jubilo und dem letzten 2021 Friede der Seelen steht in diesem heurigen Programm das große Magnificat, das deutsche Magnificat von Praetorius im Mittelpunkt. Das ist von allen 40 Choralkonzerten das allerlängste, dauert an sich fast eine halbe Stunde, ist sehr reich besetzt mit Instrumentalchören und Kapellchören, großer Orgel und so weiter und bildet den krönenden Abschluss des Programms. Das Faszinierende bei der Musik von Praetorius ist für mich, dass man richtig gerne einen Einblick in seine Kompositionswerkstatt bekommt. Von extrem klein bis sehr groß ist alles möglich. Und gleichzeitig nebst dem Spiel mit der Größe von Besetzung ist für mich auch das Entscheidende, dass es mit der Fähigkeit der Musikerinnen und Musiker zusammenhängt, wie diese Musik zum Klingen kommt. Die langsamen Tempi, die Praetorius beschreibt und die wir umsetzen, ergeben eine unglaubliche Klangfülle, die sowohl für die Sänger als auch für die Instrumentalisten dann eine Freiheit im Diminuieren und Figurieren ergibt, die für das Publikum einfach ein regelrechtes Klangbad bewirken. Als Leiter vorne ist es eine Herausforderung, diese Tempi einigermaßen stabil zu halten und gleichzeitig nebst dem Koordinieren von den verschiedenen Bläserchören, Streicherchören, von einem Ensemble, von einem Chor in der Höhe und den Solisten, den anderen Solisten-Ensembles, das zu koordinieren und zu leiten und Phrasen zu gestalten, die dann eine Wirkung ergeben. Und das Ganze ist einfach ein Dolby Surround-Erlebnis für alle, die da Teil von dem Projekt sind, sowohl Zuhörer als auch Spielerinnen und Spieler. Wir freuen uns sehr nach dem Konzert in Zürich nun auf die ausstehenden Konzerte in Basel und Winterthur am Freitag 22. und Sonntag 24. März, die hoffentlich reich besucht werden.